Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einführung. Da ist schon sehr viel gesagt worden. Wir werden auf einiges zurückkommen. Vielleicht nur noch eine Vorbemerkung. Das Interesse am Thema Öl schwankt mit dem Ölpreis. Wenn der Ölpreis sehr hoch ist, dann sehen die Leute ein Problem. Wenn der Ölpreis fällt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, über einige Zeit, dann ist offensichtlich alles in Ordnung, auf immer. Und noch eine Begriffsklärung, Peak Oil heißt ja nicht das Ende des Ölzeitalters. Peak Oil heißt der Wendepunkt, wann wird die Zeit immer mehr Öl, jedes Jahr mehr Öl, abgelöst durch eine Zeit jedes Jahr immer weniger Öl. Und wie lange das dann dauert, und natürlich werden wir noch viele Jahrzehnte mit Öl leben, aber vermutlich mit weniger. So, über die Volatilität habe ich gesprochen. Energierevolution, vor einigen Jahren ging das ja durch die Presse. All diese Probleme, die da behauptet wurden von den Peak-Oilern, die gibt es nicht. Warum befassen wir uns überhaupt? Wir wären sowieso elektrisch oder aus Klimagründen müssen wir ja sowieso weg. Aber das sind Abkürzungen, die nicht wirklich helfen. Da ist sehr viel unvorstellige Information, sehr viel Verwirrung. Und wir denken, das ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt zu verstehen, was sich da abspielt, aufbauend auf das, was man beobachten kann. Auch zu verstehen, was diese Entwicklungen bedeuten für die anstehende Nachhaltigkeitstransformation. Was werde ich Ihnen erzählen? Ein bisschen was über Begriffe und Einheiten, Grundmuster der Ölförderung, Geschichte der Ölfunde und Ölförderung, Peak der konventionellen Ölförderung und wie setzt sich das alles zusammen. Das ist ein absoluter Schweinsgalopp durch ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe trotzdem, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Werner Zittel wird im zweiten Teil dann über Fracking sprechen. Was ist das überhaupt? Wie sieht das aus, diese unkonventionelle Ölförderung? Und was ist Ihr Beitrag heute und in Zukunft zur Weltölförderung? Und schließlich, was bedeutet das für die Mobilität? Begriffe und Einheiten, vielleicht langweilig Sie damit, aber wir reden immer von Barrels. Barrels sind die berühmten 159 Liter. Das war nämlich das Maß, wo in Texas früher in den Ölfässern, in diesen blechernen Fässern das Öl gelagert und transportiert wurde. Die Einheit MB, die Sie auf manchen Grafiken später sehen werden, das sind also Million Barrels oder Mega Barrels und GB, Giga Barrels sind Milliarden Barrel. Wichtig ist auch zu verstehen, dass es das Öl gar nicht gibt. Unter dem Begriff Öl verbergen sich die unterschiedlichsten Dinge. Konventionelles Öl, intuitiv gesprochen, das ist das, was flüssig mehr oder weniger von alleine aus dem Boden kommt, wenn man eine entsprechende Quelle anbohrt. Unkonventionelles Öl, das sind dann Teersande, das muss erst aufbereitet werden. Oder Schwerstöle, die eigentlich gar nicht von alleine fließen, sondern die mit viel Aufwand dann gefördert werden müssen. Dann gibt es dieses unkonventionelle Öl, über das nachher Werner Zittel sprechen wird, Light Tight Oil auch genannt, das über Fracking gewonnen wird. Das ist in seiner Qualität eigentlich dem konventionellen Öl nahe, aber es ist sehr viel leichter. Aber die Fördermethode ist eben unkonventionell. Dann gibt es die Natural Gas Liquids, das sind flüssige Bestandteile, die beim der Erdgasförderung anfallen, die auch oft in den Statistiken geführt werden. Dann gibt es noch Ethanol, die Biokraftstoffe. Aber Biokraftstoffe sind ja kein Öl in dem Sinne, sondern sie sind ein Substitut für Öl. Gemessen wird üblicherweise in den Statistiken volumetrisch, also in Barrels oder Kubikmeter, je nachdem, in welchem Land man die Statistiken sich anschaut. Richtig wäre es eigentlich, vom Energieinhalt zu sprechen. Aber das ist eine fast unmögliche Aufgabe, weil nämlich die verschiedenen Ölsorten auch in den verschiedenen Ländern und auch über den Zeitablauf in ihrem Energiegehalt und in ihrer Zusammensetzung durchaus schwanken. Das heißt, um eine globale Statistik zu machen, wie viel Energie da jetzt eigentlich rauskommt, ist gar nicht so einfach.
zu wissen. Wichtig ist vielleicht nur, dass diese NGLs, falls jemand von Ihnen jemals in solche Statistiken schaut und sieht, dass die dann als Perl auch einen Beitrag leisten, wir werden später solche Grafiken auch sehen, der Energiegehalt entspricht ungefähr nur 70% des durchschnittlichen Röhrenöls. Genauso ist es beim Ethanol. Das heißt, der energetische Beitrag ist wesentlich geringer und die Verwendung ist auch eine völlig andere. Das heißt, wenn Sie versuchen, NGLs an der Börse als Öl zu verkaufen, dann werden Sie Schwierigkeiten haben. Aber in bestimmten Statistiken wird so getan, als wäre das alles Öl. Ist es natürlich nicht. In aller Kürze, Grundmuster der Ölförderung. Beim konventionellen Öl bohrt man und dann steigt die Förderung irgendwann, bis der Druck nachlässt in der Ölquelle, in dem Reservoir und dann langsam wieder runtergeht. Idealtypisch hier dargestellt, im Offshore-Bereich begrenzt man das nach oben hin, weil man ja da eine sehr aufwendige Infrastruktur hat. Man muss Pipelines durchs Wasser legen. Diese Pipelines möchte man doch viele Jahre möglichst nutzen. Und wenn Sie also die zu groß auslegen, nämlich auf dieses Maximum, dann ist das ökonomisch nicht sinnvoll. Das heißt, man begrenzt da die Förderung und versucht, das ein bisschen rauszuschieben, aber irgendwann ist dann der Förderabfall da. Was passiert in einer Region? Jedes dieser Felder geht irgendwann über sein Maximum. Natürlich wird man, wie immer im Leben, das Einfache zuerst machen. Man geht erst an die großen Felder und dann sukzessive an die kleineren Felder. Und Sie sehen aufgrund dieses Förderverlaufs hier idealtypisch dargestellt, dass auch so eine Region dann irgendwann über ihr Maximum geht. Empirische Beispiele dafür gibt es die Menge. Wir haben insbesondere eins hier vor unserer, es ist ja auch Europa, aber vor unserer kontinentalen Haustür, nämlich der Nordsee, die britische und die norwegische Nordsee. Und Sie sehen hier den Förderverlauf in der Nordsee. Es ist eigentlich auch merkwürdig, dass Sie so selten in den Medien etwas lesen, wie sich gerade so die Förderung in der Nordsee abspielt. Und Sie sehen, dass das Maximum der Nordsee war ungefähr um das Jahr 2000, 1999, 2001. Und seitdem geht es kontinuierlich bergab. Und zwar dramatisch bergab. Die letzte Nachricht war jetzt zum Beispiel, dass sich Chevron, einer der Supermajors im Ölbusiness, aus der norwegischen Nordsee zurückgezogen hat. Da sehen Sie die Explorationsbohrungen. Wie viel wird eigentlich gebohrt? Was glaubt die Ölindustrie? Was ist noch da? Und Sie sehen eben hier auch einen dramatischen Rückgang nach einem Höhepunkt in den Jahrzehnten vor und nach 2000 und inzwischen ganz, ganz wenig. Warum? Weil es nichts mehr zu finden gibt. Geschichte der Ölfunde und der Ölförderung. Das ist eigentlich meine Lieblingsfolie. An der kann man alles erklären, worum es eigentlich geht. In diesem hellgrauen Gebirge sehen Sie, wie viel Öl man gefunden hat und wann man es gefunden hat. Und die Einheit sind Gigaperl, also Milliardenperl. Und Sie sehen diese großen Ölfelder in Saudi-Arabien, in Kuwait, die man noch vor 1950 gefunden hat. Sie sehen dann ein Fördermaximum in den 60er Jahren. In diesem Jahrzehnt hat man mehr gefunden als jemals vorher und jemals nachher. Das Hellgraue sind Ölfunde auf dem Festland. Und die dunklen Gebirge, das ist offshore, also unter dem Meeresboden. Und Sie sehen, dass das unter dem Meeresboden zunimmt, dass auf dem Land immer weniger geworden ist. Und gleichzeitig sehen Sie aber auch, was die Welt gefördert hat, in derselben Einheit, Gigaperl. Und da fällt eben auf, dass ungefähr so ab den 1980er Jahren wird jedes Jahr mit zunehmender Tendenz, dass diese Spreizung da ist, jedes Jahr mehr gefördert als neu gefunden. Und man muss also kein Ölexperte sein und auch kein
ja, Mathematikgenie, um zu begreifen, dass nach einem Maximum der Funde es irgendwann auch ein Maximum der Förderung geben muss. Die Frage ist nur, wann. Und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, noch eine andere Darstellung hier, jetzt ein bisschen weiter in die Gegenwart geführt, da sehen Sie eben noch deutlicher jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten praktisch dieses Auseinandergehen, dieser Schere, dass wir immer mehr, immer noch zunehmend fördern, aber immer weniger finden. Und diese Oil Discoveries, die Neufunde, das ist eine hübsche Grafik, ich verwende die, weil Bloomberg, ist ja den meisten wohl bekannt, vielleicht aus dem Internet, großes Wirtschaftsportal. Und im angelsächsischen Bereich wird also Öl sehr viel intensiver verfolgt als in deutschsprachigen Medien. Und das war halt so eine dieser Schockgrafiken, dass man eigentlich nichts mehr findet. Ja? Und die Überschrift bei Bloomberg, All Discoveries Lowest Since 1947, das ist ganz schön lange her. Ja? So. Man hat inzwischen 50.000 Felder ungefähr gefunden, aber alle ganz großen hat man vor langer Zeit gefunden. Und das, was man neu findet, ist eigentlich immer kleiner. Auch Hightech, ja, was ist das? Mit modernen seismischen Methoden, mit modernen Explorationsmethoden und Förderung findet man immer noch Felder, aber immer kleinere. Das heißt, man findet inzwischen die Stecknadeln im Heuhaufen. Peak der konventionellen Ölförderung. Die Internationale Energieagentur, das ist ja eigentlich die Stelle, die ja, für die OECD-Staaten Orientierung geben soll, wo sind wir eigentlich und wie wird es da ausschauen in Zukunft. Und in dem jährlichen World Energy Outlook, den die Internationale Energieagentur in Paris veröffentlicht, war dieses Bild drin im Jahr 2010. Ein fast gleiches Bild im Folgejahr 2011. Und die Aussage war, dass der Peak der konventionellen Ölförderung eigentlich um das Jahr 2005 herum war. In 2011 haben sie gesagt, war 2008, aber es waren minimale Abweichungen, spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle. Und in den Prognosen sagen sie, wir haben da zwar jetzt ein gewisses Niveau erreicht bei der konventionellen Ölförderung, aber dieses Niveau werden wir jetzt viele Jahrzehnte halten. Damals bringt noch der Prognosehorizont oder der Szenarienhorizont bis 2035. Und was Sie da sehen, das ist nämlich das eigentlich Spannende, dieses Dunkelblaue, das ist das, die Förderung, so wie sie erwartet wird, dass sie aus den bestehenden Feldern, die heute in Produktion sind, in den kommenden Jahrzehnten zurückgehen wird. Aber macht ja nichts, weil dann haben wir noch Felder, die wir schon gefunden haben, die wir dann anschließen. Das ist dann dieses da drüber. Und dann gibt es natürlich noch Felder, die wir noch finden werden. Und das wundersamerweise gleicht sich das genauso aus, dass wir also in Zukunft da auf diesem Plateau sein werden. Und Spötter, und wir gehören da auch dazu, haben dieses Dreieck, das da den Ausgleich schafft, the Triangle of Hope genannt. Ja. Neue Tabelle im letzten World Energy Outlook, also von 2017. Und da sehen Sie eben auch, wenn Sie die erste Zeile sich anschauen, dass Conventional Crude Oil auch hier bis 2040 praktisch gleich bleibt und dann wieder dasselbe Spielchen, wo soll es dann herkommen, obwohl das die Existing Fields dann ja fast auf ein Drittel runtergehen. Ne? Aber da kommt ja noch so viel. Ob man diese Hoffnung teilt oder nicht, das können Sie ja sehen, wenn Sie sich die Neufunde anschauen. Und wenn Sie auch schauen, was die Ölindustrie investiert. Peak Oil und Peak Oil ist tot. Also wir haben auch gemeint, dass
im Jahr 2005 vermutlich der Peak da ist. Da ist nämlich der Peak der konventionellen Ölförderung erreicht worden. Was wir nicht erwartet haben, ist, dass dieses Plateau tatsächlich jetzt noch relativ lange gehalten hat, zum einen. Das Zweite, was wir nicht vorhergesehen haben, aber keiner auf der Welt vorhergesehen hat, das ist der Fracking-Boom, aber da kommen wir später drauf. Das ist die Weltölförderung jetzt seit 1980. Sie sehen diesen starken Anstieg, aber Sie sehen, dass dieser Anstieg dann immer wieder schwächer geworden ist. Und so ab 2005 geht es dann in ein Plateau und dann geht es aber plötzlich wieder hoch. Und das ist im Wesentlichen das Unkonventionelle, das werden wir später sehen. Hier sehen Sie die globale Ölförderung jetzt in der Lupe der letzten Jahre und einem gleitenden 12-Jahres-Durchschnitt. 12-Monate-Durchschnitt, ja. Und Sie sehen, dass es sich so langsam dahin meandert, aber die großen Steigerungen sind nicht mehr da. Wie setzt sich das zusammen? Das ist ganz interessant, mal so im Vorgriff, was wir dann sehen werden, wo kommt es eigentlich her. Nehmen wir mal die Energierevolution der USA weg. Und dann ist die Förderung der Welt so, wie Sie es hier sehen. Da hat sich seit 2005 nichts mehr getan, aber auch gar nichts, ne? Wir sind auf einem Plateau. Das ist der 12-Monats gleitende Schnitt. Auch da sieht man jetzt, in den letzten Jahren hat sich praktisch nichts getan. Aber es gab einen Anstieg, so zwischen, das sieht man hier, so zwischen 2014 und 2016 ist es nochmal raufgegangen. Seitdem stagniert es mehr oder weniger global. Wenn man sich das jetzt genauer anschaut, was ist seit 2005, wo wir dieses Plateau der konventionellen Ölförderung erreicht haben, passiert? Und da gibt es Leute, die machen sich die Mühe, dann die Statistiken durchzufilzen, die einzelnen Länder und so weiter. Und da sehen Sie eine Gruppe A, das sind alle die Länder und auch mit ihrem Beitrag, wie die Förderung seitdem zurückgegangen ist. Und Sie sehen das Grüne hier. Die Länder, die seit 2005 ihre Förderung ausweiten konnten. Und wir haben ja vorhin gesehen in den Statistiken, wir haben in der Tat eine gewisse Ausweitung gegenüber dem Plateau von 2005. Und wo kommt es her? Und es ist in der Tat so, dass die USA, die sind ganz rechts, ist der wesentliche Treiber für das, was dazugekommen ist. Genauso der Irak. Aber auch Kanada, nämlich die Teersandförderung in Kanada. Russland ist noch einmal gestiegen, Brasilien ist gestiegen und die anderen spielen keine große Rolle. Das wird sich auch im Trend in der Zukunft nicht weiter fortsetzen. Aber Sie sehen, dass bis ungefähr da gleichen sich Gewinne und Verluste aus. Man muss vielleicht noch eine Bemerkung machen zu den Ländern, die ihren Förderpeak schon überschritten haben. Und da nehmen wir zum Beispiel Großbritannien oder nehmen wir Norwegen. Es gibt kein Zaubermittel, um diesen Rückgang umzudrehen. Nichts. Ja? In dem Moment, wo ein Land aus geologischen, wirtschaftlichen und technischen Gründen alles zusammen sein Fördermaximum überschritten hat, gibt es nur noch eine Richtung für die künftige Ölförderung, nämlich nach unten. United States, noch einmal, ein wahnsinniger Anstieg seit 2008, 2009, 2010. Werner Zittel wird darauf eingehen. Über die ganze Geschichte. Sie sehen, dass die konventionelle Ölförderung war ja schon und ist, wir werden später noch so Bilder sehen von Werner, am Rückgang der konventionellen Ölförderung in den USA beißt auch die Maus keinen Faden ab. Und dass man jetzt in Unkonventionelles geht, was ja
aus vielfältigen Gründen wesentlich unangenehmer ist, das werden wir auch noch hören, und aufwendiger. Das macht man ja nur deswegen, weil es keine anderen Quellen mehr gibt. Die Förderung außerhalb der OPEC und ohne USA, auch da wieder ein ganz deutlicher Trend, geht es nur noch bergab in Summe. Ja. In der OPEC seit 2005 haben wir hübsche Achterbahnfahrten und ganz wesentlich ist eben da der Anstieg in Irak, ein kleiner Anstieg in Iran. Solche Dinge, auch kurzzeitige Förderausweitung in Saudi-Arabien, aber längst nicht in dem Ausmaß, wie von vielen vorhergesagt oder auch wie von der IEA erwartet oder von amerikanischen Regierungen, von den Saudis jeweils gefordert, damit sie die Weltöllage stabilisieren. Bei keinem von denen ist die Rede, dass sie ihre Förderung zurückfahren, weil die Nachfrage einbricht. Das ist Hokuspokus. Und jetzt übergebe ich erst einmal das Podium an den Werner. Ja, vielen Dank. Jetzt obliegt es mir, den zweiten Teil zu machen, nämlich über das unkonventionelle Erdöl zu sprechen und da aber fokussiert auf die USA, weil das einfach der Brennpunkt ist, momentan in den letzten vergangenen Jahren und wahrscheinlich auch in den nächsten künftigen Jahren. Halt, das ist die falsche Richtung. Zunächst mal fange erstmal mit ein paar Bildern an, um sie ein bisschen emotional einzustimmen. Zunächst eine Nachtaufnahme der USA, die ist schon ein bisschen älter, so ungefähr 2014. Da sind, das kennen Sie alles, das ist beleuchtet stark. Und wenn man das ein bisschen analysiert, das meiste sind Städte oder da, wo Menschen leben. Ein paar Regionen, da leben so gut wie keine Menschen und das sind Ölfelder, unkonventionelle Ölfelder. Im Norden eingekringelt Bakken-Formation in Norddakota und im Süden der Eagle Ford in Texas, in Südtexas. Ja, warum leuchten die so? Die wollen doch bloß Öl fördern. Ich sag's gleich, machen wir es ein bisschen genauer. Der Zubau der kleinen, relativ kleinen, unkonventionellen Quellen und Fördersonden ging sehr schnell. Und man hat sowohl Kosten als auch Zeit gespart und wollte kein Pipeline-Netzwerk legen, um das Gas abzufangen und mit einzufangen. Das heißt, wird einfach verbrannt und geht in die Luft. Und das sieht man dann hier, insbesondere, deswegen habe ich gesagt 2014, wo der Ölpreis so hoch war, also bevor er wieder zusammengecrasht ist, da hat man möglichst schnell neue Ölfelder, Ölbohrungen niedergebracht und das Öl per Last, auch da gibt es keine Pipelines, per Lastwagen, praktisch Tankwagen hingefahren zur Ölquelle, zur Fördersonde, dann den vollgemacht und schnell weg. Dann meistens in den nächsten Güterbahnhof, wo dann ein Zug abfahren konnte. Und dann ging es in die großen Zentren und ab und zu haben sie vielleicht, oder einmal, zweimal, glaube ich, waren größere Unfälle, da ist so ein Zug dann explodiert. Also das ist eine sehr schnelle, schlampige Sache. Das ist ein Backen noch etwas näher, da sehen Sie auch diese Feinkörnigkeit der kleinen Fackeln, die man da sieht, und unten im Eagle Ford Shale genauso. So, jetzt nochmal eine Replik. Der Ölförderboom des LTO, also des Light Tight Oils. Vielleicht ganz kurz, warum Light Tight Oil? Jörg Schindler hat schon gesagt, weil das leichter ist im Vergleich zum konventionellen Erdöl. Also Erdöl besteht aus Kohlenwasserstoffketten und längeren Kohlenwasserstoffketten. Aber natürlich geht alles, gibt es auch die kleineren, da ist ein Mix drin. Und wenn es die ganz kleinen sind, ist nur ein C, ein Kohlenstoff und vier Wasserstoffatome, das ist dann Methan und das ist dann nicht mehr Erdöl, sondern das ist Erdgas. Und dazwischen gibt es ein paar Flüchtige mit zwei, mit drei, vier, das ist dann Pentan und noch ein paar, das sind die etwas schwereren Gasanteile. Und wenn es noch ein bisschen schwerer geht, so in den Übergang, wo es dann schon flüssig ist, das sind dann sogenannten Kondensate und die zählen schon als Teil des Erdöls. Und in den LTO-Vorkommen ist insbesondere der Anteil der Kondensate, also der flüssigen Anteile mit geringem Kohlenstoffanteil, also mit kurzen Ketten, der ist da besonders hoch und deswegen Light Tight Oil. Es hat eine andere Qualität und geht ein bisschen in die Richtung, was der Jörg Schindler schon gesagt hat.
Und ja, und so um 2010, 2011 wurde der Push begonnen, dass das in den Medien auch wirksam zu verkaufen. Und im World Energy Outlook, der schon erwähnt wurde von der Internationalen Energieagentur, da hieß es dann die Energierevolution, Light Tight Oil in den USA. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Damals hatte man vor allem die Formation Bakken und in North Dakota und Eagle Ford im Fokus, die beiden, die ich schon beleuchtet habe. Dann ganz stark, USA wird der weltgrößte Förderer werden. USA wird unabhängig von Importen sein. Ein Jahr später, also der World Energy Outlook kommt jedes Jahr raus und beschreibt die Zukunft für die nächsten 25 Jahre ungefähr oder 25 Jahre. Also die letzten sind bis 2040 und ich glaube 2013 war noch bis 2035. Also ein Jahr später, im nächsten Bericht hieß es dann schon sehr, sehr viel vorsichtiger, Light Tight Oil shakes the next 10 years, also das wird die nächsten paar Jahre einen Anteil haben, aber leaves the longer term unsteered, das heißt langfristig kann man sich nicht darauf verlassen, das wird wieder vergehen. So schnell wie das gekommen ist, so schnell wird es vergehen. Ich habe es jetzt ein bisschen spitzer formuliert, als es die IEA sagt, aber sie warnt immerhin schon. Nur, was heißt schnell? Gut, ein Hinweis, die nächsten 10 Jahre, bevor wir jetzt da ein bisschen in Förderung reingehen, erst einmal der Grundsatz. Was ist jetzt der Unterschied zwischen konventionellen Erdöl und dem Light Tight Oil? Teilweise sind es die gleichen Formationen, nur ein bisschen in ausgedehnter in den Randbereichen. Und grundsätzlich ein konventionelles Ölfeld, da ist das Öl so flüchtig, also mit so vielen Wegsamkeiten innerhalb des Gesteins verbunden, dass wenn man eine Bohrung anbringt und das Ölfeld steht in der Tiefe unter Druck, also wenn man eine Bohrung einbringt, dann entlastet sich das und dann schießt das Öl von alleine raus und natürlich auch eine ganze Menge, je nachdem wie groß das Reservoir ist, das miteinander kommunizieren kann. Und je dichter das Gestein ist, umso weniger leicht kommt das Öl raus. Und im Extremfall mit dem Tight, das sagt also der Wort Tight, im Tight-Gestein oder auch im Schiefergestein, Tonschiefergestein, da ist es so dicht, dass überhaupt nichts mehr rauskommt von alleine oder nur noch ganz wenig, obwohl Öl vorhanden ist. Da sind viele kleine Zwischenräume, Hohlräume, die aber nicht miteinander kommunizieren, sondern abgesperrt sind und dieses Öl möchte man angehen. Und wie kann man das machen? Zunächst, man muss, wie im konventionellen Fall auch, man bringt eine senkrechte Bohrung ein in die ölführende Schicht, die bei den Tight-Vorkommen in der Regel sehr wenig mächtig ist, aber in der horizontalen Ausdehnung über teilweise Tausende von Quadratkilometern geht, also viel, viel weiter ausgedehnt. Und diese Vorkommen sind oft auch im Umfeld von konventionellen. Da ist einmal der schöne Kern, wo ein konventionelles Feld ist und dann im Randbereich wird es immer dichter. Und da gibt es auch so einen gleitenden Übergang. Am Anfang versucht man ein paar Fracking-Bohrungen zu machen, wenn das normale Öl nicht mehr so schießen, dann je weiter man wegkommt von dem Zentrum, umso mehr muss man dann bohren. Also eine senkrechte Bohrung in die ölführende Schicht, dann muss man waagrecht bohren und das ist auch erst mit den modernen technologischen Methoden, kann man das sehr zielgenau in der Mitte der Schicht halten. Das heißt, da sind tatsächlich große Fortschritte in der Technik, die auch entscheidend waren, dass man das fördern konnte. Und geht man in die Schicht rein und jetzt muss man Wegsamkeiten schaffen, dass man an das Öl ran kann. Wie macht man das? Man sprengt da Risse rein. Also man muss erstmal, das ist ja ein durchgehendes Rohr, auch im konventionellen Fall, da muss man erstmal das durchlöchern und dann macht man innerhalb der Bohrung eine kleine Sprengung, um das Stahl zu durchlöchern. Und da geht es jetzt weiter. Und jetzt versucht man weiter, sprengen geht nicht, sonst zerreißt man das ganze Rohr, den Druck zu erhöhen und die Risse, Ansätze von Rissen, die immer irgendwo im Gestein sind, so zu drücken, dass sie aufgeweitet werden. Das heißt, man geht mit ganz, ganz hohem Druck, also mit Wasserdruck, man füllt das Rohr mit Wasser und baut oben Druck auf, der bis zu 1000 Bar haben kann und dann reißt das Gestein langsam auf. Und es ist die Kunst der Designer in dem Fall, so gut das zu dimensionieren, dass die Risse in beide Richtungen gehen, aber nicht aus der Schicht raus, sondern in der Schicht drin bleiben. Denn sonst gibt es Undichtigkeiten, darüber das Gestein ist wesentlich weniger dicht und dann kann wirklich unkontrolliert Öl oder Gas nach oben möglicherweise irgendwann ins Grundwasser reinsickern. Also das ist der wesentliche Punkt. Man erhöht den Druck, um das Gestein aufzubrechen und danach muss man den Druck natürlich wieder nachlassen und dann kommt das Öl oder Gas, je nachdem was dabei ist, mit raus.
Ein bisschen mehr muss ich noch machen, nämlich wenn ich den Druck nachlasse, dann schließen sich die Risse natürlich gleich wieder. Das heißt, dann hat man den gleichen Fall wie vorher. Also muss ich die zwingen, dass sie offen bleiben. Und ähnlich wie sie einen Keil in eine Tür stecken können, damit die nicht zugeht, so versucht man dann ein sogenanntes Stützmittel reinzuquetschen. Und das ist Sand im Wesentlichen, ein Quarzsand, der ein bisschen kantig ist und der dann so das offen hält. Nun hat man aber das Problem, dass der Sand nicht so einfach mit dem Wasser mitschwimmen will, das man da runterschickt, und der soll sich aber gleichmäßig verteilen. Also muss ich die Flüssigkeit des Wassers wegnehmen. Ich muss es zähflüssig machen, damit sich der Sand so schön gleichmäßig verteilt. Und da gibt es dann entsprechende Chemikalien, sogenannte Gelling Agents, die machen einen zähen Brei draus. Ja, da kommen wir dann nochmal weiter gleich drauf. Aber das ist so ein Punkt, warum Chemikalien da in Einsatz kommen und warum das so aufwendig ist. Und man kann von einem Bohrplatz nicht nur mit einer Bohrung runtergehen, sondern die kann man inzwischen verzweigen, also dass man mit einer auch oben anfängt und dann unten ein bisschen verzweigt. Das macht man in dem Fall nicht, weil man möchte ja möglichst schnell die Förderung beginnen. Das heißt, man fängt immer von oben gleich an, damit ich die Sonde, die ich schon abgeteuft habe, die ich fertig habe, die soll gleich produzieren und dann bringe ich die nächste nieder. Und man kann im horizontalen Bereich hier dann so entsprechend flecken und so ein ganzes Gebiet erschließen. Und das ist der wesentliche Punkt. Im konventionellen Fall brauchen Sie bloß ein paar Löcher in die ölführende Formation zu geben und Sie sammeln das Öl ein und fließt nach oben ab. Im unkonventionellen Fall können Sie nur dort Öl fördern, wo Sie wirklich das Gestein aufgebrochen haben, wo Sie einen Zugang zu den Poren geschaffen und den kleinen Hohlräumen geschaffen haben. Und deswegen ist das A so aufwendig und B hat natürlich auch entsprechende Nebenwirkungen. So, das hatte ich schon angefangen, aber um das mal kurz zusammenzufassen, was braucht man denn da? Erstmal, man braucht einen Zugang zu den Bohrplätzen, das schwere Lastwagen, man braucht viele schwere Lastwagen, einmal für die senkrechte und horizontale Bohrung, die ganzen Pipelines, die darunter sollen, also die Rohrstränge und dann die ganzen Betriebsstoffe und Hilfsmittel, also die Chemikalien, die man dann einsetzen muss, der Sand, der rein muss und so weiter. Dann Präparierung, einen Bohrplatz, je nachdem, wie viele Bohrungen man da niederbringen will, so ungefähr 10.000 Quadratmeter groß, das ist ein bisschen oder ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Der so alle paar hundert Meter steht dann so eine Fußballplatzfläche, große Bohrinsel. Und wie gesagt, von einem Bohrplatz aus können mehrere Bohrungen erfolgen. Sie brauchen einige Millionen Liter Wasser zum Aufbrechen des Gesteins, die mit hohem Druck dann reingepresst werden. Dann den Sand, hatte ich schon gesagt. 1 bis 10% des Gewichtsanteils sind Sand anstatt Wasser. Das hängt von der Formation ab, wie die ausgebildet ist. Und dann Chemikalien, da komme ich nochmal stärker drauf. Und dann brauchen Sie natürlich das Wasser, das Sie benötigen zum Reinpressen. Das wird entweder hat man einen Fluss oder irgendwas in der Nähe, wo man es direkt rausholen kann. Meistens wird ein Teich gebaut, den man füllt, oder auch in Container, in Wassercontainern wird es einfach an den Bohrplatz hingestellt. Und natürlich im Gegenzug das Abwasser, das dann wieder rausschießt, sogenannte Fleckwasser oder Wastewasser, das muss man dann aufsammeln. Das macht man wieder in Containern oder in solchen Auffangbecken. Manchmal können die auch überlaufen und dann gibt es halt entsprechende Auswirkungen. So, jetzt komme ich kurz zu den Chemikalien. Warum braucht man da die Chemikalien dazu? Ich habe schon gesagt, das primäre Ziel ist, man möchte das Öffnen von Klüfte schaffen, also Risse, damit man einen Zugang zu dem Öl und Gas hat, durch Wassereinpressung und beim Entspannen, und wo das Wasser rauskommt, da will man verhindern, dass sich die Klüfte wieder schließen. Also das Stützmittel. Ich brauche einen möglichst großen Oberflächenkontakt, um eine akzeptable Förderrate zu erzielen. Das Wasser, diese Mengen, die korrodieren auch die ganzen Metallteile. Man nimmt in der Regel keine hochwertigen Stähle, weil die sehr teuer sind. Das will man, deswegen, um das zu unterbinden oder zu reduzieren, will man Verklumpung vermeiden. Das heißt, Bakterien sollen möglichst nicht enthalten sein. Also gibt man Biozide dazu. Dann Stützmittel hatte ich schon erwähnt. Dann die Gelling Agents, um das Stützmittel zähflüssig zu machen. Dann
Aber diese Zähflüssigkeit, die hat einen viel höheren Reibungswiderstand als ein leichtflüssiges Wasser. Also will man die Reibung reduzieren, gibt man wieder entsprechende Friction Reducer, also Chemikalien zu. Dann die Oberflächenspannung soll erhöht werden, um möglichst gleichmäßig alles auszufüllen. Sogenannte Surfactants nennen sie es, entsprechende Chemikalien. Und das mit der Korrosion hatte ich schon erwähnt, deswegen Korrosionsinhibitoren. Und letztendlich, wenn ich dann wieder entspanne und das Wasser wieder raus soll, damit die Förderung beginnen kann, dann will das Gel will eigentlich gar nicht raus, das will da drin bleiben. Also muss ich das wieder zusammenbrechen lassen. Ich glaube, bin ein bisschen leise. Geht so. Also muss ich sogenannte Breaker werden da eingesetzt, die einfach aus dem Gel wieder eine ganz, ganz flüssige, leicht fließende Substanz machen. Das ist also der Cocktail, der da reinkommt. Jede Firma macht ihren eigenen, ein bisschen anders, aber im Prinzip sind sie alle sehr ähnlich. Und um ein paar Bilder zu zeigen, so sieht so ein Bohrplatz dann aus, wenn er am Anfang schön aufgeräumt ist. Die gelben Container, das sind dann entsprechend die für entweder Frischwasser oder Abwasser. Dann, was haben wir da noch alles? Die roten Fahrzeuge, da sind die Verdichterstationen da drauf. Und dann kommt das nächste Bild noch. Da sind ein paar weiße Container. Hier zum Beispiel, da ist die Leitzentrale drin, wo einfach ein paar Leute am Computer sitzen und den Vorgang ganz genau verfolgen, um zu schauen, wo ist denn die Bohrung, muss man ein bisschen nach oben oder nach unten ausweichen und was man machen. Da hinten sehen Sie wieder Abwassercontainer. Hier sind auch Frisch- oder Abwassercontainer. Und hier sehen Sie schon so einen Teich. Und wie gesagt, wenn es schlecht Wetter hat, wenn es regnet, dann läuft der Teich natürlich über und dann geht es etwas weiter. Und es gab die Situation, dass das mal so schlimm war, dass man, das war ein bisschen anders, war nicht mit dem Regen zusammenhängend, sondern dort hatten sie das Abfach, das Freckwasser in die Kanalisation gegeben, also in die örtliche Wasseraufbereitung. Die war aber restlos überfordert, sodass es einfach übergelaufen ist und in den Fluss gelaufen ist. Und da hat sich kein Mensch erstmal drum geschert, gab ein paar tote Fische. Erst als eine Industrieanlage, die das Wasser angesaugt hat zum Kühlen ihrer Turbinen, zur Stromerzeugung, als die korrodiert sind, da ist man ein bisschen aufmerksam geworden drauf und dann gab es einen entsprechenden Aufschrei. Also so die Situation. Und Sie sehen schon, es geht nicht nur um den Bohrplatz, sondern da ist schon vorbereitet die nächsten Bohrplätze. Also das wird alles sehr dicht erfolgt. Um mal aus der Nähe was zu zeigen, das ist wirklich dann der Vorgang. Hier die Bohrung. Es ist der Kran, der den Bohrturm hält. Das sind also sehr mobile Anlagen. Schnell Loch bohren, wenn das fertig ist, weiterfahren zum nächsten Bohrplatz, um weiter anzufangen. Und hier sind die Rohre, wo die verschiedenen Flüssigkeiten zusammengemischt wird. Einmal das eine Strang ist Wasser und dann aus verschiedenen Chemikalienlastwagen die entsprechenden Chemikalien dazu. Und pro Bohrung brauchen Sie Größenordnung 40, 50 Tonnen an Chemikalien. Oder pro Freckvorgang. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur etwa in einem deutschen Bohrplatz. Das ist ein Gasbohrplatz. Und wenn wir das nochmal vergleichen, da fällt als erstes auf, das sieht ein bisschen sauberer aus. Und vielleicht stehen sie ein bisschen schöner in Reihe. Und so. Aber es fällt auch auf, hier ist der Bohrplatz betoniert. Hier ist es einfach Erde. Das heißt, wenn es hier Undichtigkeiten ist, wenn schlampig gearbeitet wird, das geht einfach ab ins Grundwasser. Das interessiert kein Schwein. Das ist in Deutschland verboten. Und ich hatte schon gesagt, man braucht eine ganze Menge von Lastwagen, man braucht viele Chemikalien, man braucht hunderte Tonnen von Sand und das muss natürlich alles angekarrt werden. Und so sieht es dann im Eagle Ford Shale eigentlich fast täglich aus. Das heißt, an den oft nur notdürftig befestigten Straßen bilden sich lange Kolonnen von LKWs, die alles Mögliche hinfahren oder abholen. Und das sind nur so die Nebenstraßen, natürlich fahren die dann durch die Ortschaften auf die Hauptstraßen mit entsprechenden Nebenwirkungen. Und oben ist es mal hingeschrieben, je Bohrsonde braucht man etwa über 1000 Fahrten, Lastwagenfahrten, nur bis man beginnen kann, also mit der Förderung. Dann während der Förderphase nochmal 350 Trucks etwa pro Jahr, die einfach die Betriebsstoffe hin und her fahren. Und alle 5 Jahre muss man ein Refracking machen, weil einfach die Ergiebigkeit nachgelassen hat. Jetzt muss man nochmal neu aufsprengen. Also grob alle 5 Mal sind es alle 3 Mal oder mal sind es 6, 7 Jahre. Da muss man dann wieder nachfracken und dann nochmal 1000 LKWs dazu. Das heißt, das ist ein Riesenaufwand. Und jetzt ein kleiner Zoom. So sieht von oben in Texas dann das Netz der Bohrungen aus. Der Wald wird gerodet. Um da die Straßen hinzuführen. Rechts sehen Sie die Abwasserteiche.
Wenn wir ein bisschen weiter weggehen, dann sieht es so aus. Hier unten, links unten sehen Sie 1 Kilometer, was der Maßstab ist. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter weg, dann sieht es so aus. Ich könnte nochmal so weit weggehen, dann plus das sieht man dann, das ist aus Google Maps entnommen, da sieht man dann die einzelnen Bohrungen nicht mehr. Aber das geht über, ja, über Hunderte, eher über Tausende von Quadratkilometern, wird da alles niedergemäht. Und in manchen Regionen gibt es dann eben, in Regionen, die dicht bevölkert sind, dann gibt es Konflikte mit der Bevölkerung. Das sind halt dann, die werden dann wieder in der Presse bekannt. Und so sieht es aus einer Luftaufnahme aus, also soweit das Auge sieht, Bohrung. Und wenn Sie sich nach unten begeben, das ist jetzt aus einer anderen Region, dann sieht es ungefähr so aus in der Gegend, wo gebohrt wird. Das heißt, das ist die ganze, ja, der ganze Grund wird ja, wie soll, nachhaltig umgearbeitet. So, jetzt wird ein bisschen zu den Themen. Warum hat denn das begonnen? Man kannte die Sachen ja schon vorher. Und tatsächlich, die ersten Fracks sind so in den 80er Jahren gemacht worden und da haben sich die Firmen so rangearbeitet. Oder wenn ich es genauer nehme, das erste Patent auf so einen Fracking-Prozess, der wurde von Halliburton im Jahr 1949 schon gegeben. Ein wichtiger Punkt war, dass man im Jahr 2005 den Safe Drinking Water Act aufgeweicht hat. Das war also ein Gesetz, das seit 1974 in den USA besteht, damit zum Schutz des Trinkwassers. Das heißt, alles, was das Trinkwasser gefährden könnte, muss erst an die Umweltbehörde im Vorfeld gemeldet werden. Die gehen das durch, die Unterlagen, und machen dann eine Genehmigung oder eben nicht. Und um den Prozess zu beschleunigen und zu verbilligen, wurde genau dieser Prozess aufgeweicht im sogenannten Clean Energy Act 2005, also dem entsprechenden Energiegesetz, das Dick Cheney unter Präsident Bush im zweiten erlassen hat. Und Dick Cheney war ja bei Halliburton, also hat durchaus ein sehr persönliches Interesse an diesen Situationen gehabt. Ein zweiter Aspekt waren die gestiegenen Öl- und Gaspreise. Ein dritter, den ich hier jetzt nicht aufgeschrieben habe, das ist, die Technologie ist tatsächlich ein bisschen besser geworden, ein bisschen genauer, sodass man da mit neuen Technologien besser zielen konnte, besser kontrollieren konnte den Prozess. Und dann natürlich, warum macht man den ganzen Aufwand? Ja, weil es leichter nicht mehr geht. Und leichter war halt das konventionelle Öl, weil das halt nachlassen hatte. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen rennen. Ein weiterer Aspekt war, bis dahin, bis 2008, 2009 rum etwa, da gab es ganz genaue Spielregeln, was die Firmen, die meisten, die ja börsennotiert sind, da müssen sie sich an die Spielregeln halten, was die Firmen als Reserve verbuchen dürfen in ihren Büchern, damit es akzeptiert wird. Und da gehörten unkonventionelle Vorkommen nicht dazu, weil die einfach so unsicher sind, diese Angaben. Und genau das wurde geändert im Jahr 2008, 2009. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass im Jahr 2009 die Firma Exxon für fast 50 Milliarden Dollar einen kleinen Fracking-Firma, eine XTO, gekauft hat. Das hing natürlich damit zusammen. Sie wollten ihre Reserven erhöhen. So, wo sind denn die großen Vorkommen? Das ist hier eine Karte von der amerikanischen Energiebehörde. Das, was hier rot markiert sind, das sind die ganzen Vorkommen, die man als bedeutend identifiziert hatte. Wenn Sie ganz rechts oben, da bis zum Staat New York über Pennsylvania und noch ein Nachbarstaat anschauen, Utica-Feld und Marcellus-Feld, das ist der größte Shale, der aber dann schon in einigen Tiefen ist. Aber das heißt, wenn man grob geschätzt mit dem Auge, diese paar roten Tupfer, vielleicht 10% der US-Landfläche, wenn man die alle so aufwendig erschließen wollte, wie es gezeigt wurde, dann müsste man sich entscheiden, will man ein Land zum Wohnen, zum Ackerbau, zur Viehzucht oder vielleicht zum Kohleabbau oder zum Fracking. Aber beides zusammen, das beißt sich. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass viele, die am Anfang so hoffnungsvoll da propagiert wurden, dass die nachlassen in der Ergiebigkeit, und die amerikanische Energiebehörde verfolgt nur noch ein paar, wo sie wirklich auch monatlich Statistiken immer veröffentlichen. Das ist ganz im Norden der gelbe Bakken Shale, den wir zuerst in der Nachtaufnahme gesehen hatten, ganz im Süden der Eagle Ford Shale, das war der zweite, den wir in der Nachtaufnahme gesehen hatten,
Und dann ganz rechts oben, was hier Appalachia genannt wird, das ist also ein größerer Teil, eigentlich der Marcellus Shale, das ist so das Kernstück. Da geht es aber mehr um Erdgas, weniger um Erdöl. Dann unten an der Grenze zwischen Texas und Louisiana, der Haynesville, dann Anadarko, Niobrara, der rote, und der Permian wieder in Texas hauptsächlich, der braune da links unten. Und das ist momentan der ergiebigste, auf den fokussiert sich es momentan. Und jetzt schauen wir uns ein paar statistische Sachen zur Förderung an. Ich hatte schon gesagt, es ist das Volumen, das man mit einer Bohrung erreicht, natürlich abhängig, wie viel Fracks man macht, aber ist relativ bescheiden im Vergleich zur konventionellen Ölbohrung mit den schönen Wegsamkeiten des Öles. Das heißt, wenn das Volumen klein ist und ich den Druck entlaste, dann lässt er natürlich sehr schnell nach. Das heißt, ich habe ein typisches Förderprofil, am Anfang ein Puls, am Anfang kommt am meisten Öl oder Gas raus und dann lässt es sehr, sehr schnell nach. Und die Decline-Rate geht bis zu 80% im ersten Jahr. Danach, wenn es schon weit etwas entleert wird, dann lässt es wieder nach, dann geht die Wert auf 30-40% runter. Das heißt, wie beim konventionellen, nur halt alles, was man dort in Jahren an Decline hat, hat man hier in Monaten an Decline. Also alles geht viel, viel dynamischer. Und ich muss immer schneller neue Bohrungen einsetzen, um zu erhöhen und nach einiger Zeit, um das Niveau zu halten. Und wenn ich keine mehr an niederbringe, dann geht natürlich sofort die Förderung zurück. Das ist das typische Muster. Jetzt ist hier nicht die Auflösung in Einzelfelder, sondern einer der Shales, die letzten Jahre noch als hoffnungsvoll galten. Das ist der Eagle Ford Shale, den wir schon besprochen hatten im Süden. Die blaue Kurve, die zeigt zwei verschiedene Simulationsrechnungen. Wie wird denn der Förderverlauf sein anhand der ermittelten Reserven und der Anzahl der Abschätzung, wie aktiv wird man denn sein? Also das zeigt, wie viele Bohrungen werden niedergebracht. Das war hier, glaube ich, in zigtausend. Und das andere ist dann die Förderrate. Und die braunen Punkte zeigen die reale Entwicklung. Die Analyse war im Jahr 2014 und jetzt haben wir natürlich 2018, das heißt, ich habe mir ein paar Zahlen nur angeschaut. Und ich habe nur noch Jahreszahlen jetzt genommen und den Monatszahlen. Und deswegen die Strichlinien über das ganze Jahr. Das heißt, der Peak ist viel früher erreicht, gut zwei, drei Jahre früher etwa. Und der Decline ist am Anfang relativ stark schon. Der Eagle Ford, den wir im... Für den ganzen Shale. Bitte? Für das ganze Eagle Ford Shale. Ja. So weiter in Bearbeitung ist. Falls es dann noch Bereiche gibt, die sehr hoffnungsvoll sind und man noch eine Geburt hat, da könnte man wieder eine neue Geschichte aufbauen. Nun ist es aber so, anhand der letzten Jahre, der Preisdruck ab 2010 war enorm stark und so doof waren die Herrschaften nicht. Die wussten schon ungefähr, wo die sogenannten Sweet Spots sitzen. Und natürlich, das heißt, in der ganzen frühen Phase hat man so mit großem Abstand, so grob, vielleicht auch ein bisschen nach Zufallsprinzip gebohrt, um einen Überblick zu kriegen. Und dann wusste man schon, hier ist es dichter und da hat man sich dann drauf gestützt auf die Stellen. Das heißt, was im Nachgang geht, das sind halt dann die Bereiche, die nicht mehr so ergiebig sind. Aber da muss man halt dann mehr Aufwand treiben. Das heißt, doch noch schneller bohren, noch mehr Bohrungen gleichzeitig machen oder vielleicht auch besser bohren mit noch besseren Technologien. Da kommen wir nochmal kurz drauf. Das ist jetzt der andere im Nord Dakota, der Bakken Shale. Und den habe ich jetzt, das sind 16 Landkreise, also Counties in Nord Dakota. Und da ist jede Fläche gibt den Förderbeitrag von einem Landkreis. Und Sie sehen, 12 Landkreise bringen fast gar nichts. Das heißt, es konzentriert sich alles auf ein paar Regionen. Und in dem Bild links, das da nur eingeschoben ist, da habe ich, das ist schon ein paar Jahre älter, deswegen sind die absoluten Zahlen nicht ausschlaggebend, aber das passt schon. Auf der einen Seite die Einwohnerdichte aufgetragen, also in den meisten sind ein, zwei Einwohner pro Quadratkilometer, nur ein paar Ecken, wo Dörfer und Städte sind, also in vier Landkreisen, da ist eine hohe Bevölkerungsdichte. Und auf der anderen Seite die Bohrsondendichte, also wie viel Bohrung pro Quadratkilometer. Wie gesagt, das wird sie inzwischen mindestens verdoppelt haben, weil da ein paar Jahre dazwischen sind. Aber Sie können schon sehen, gebohrt wird dort, wo keine Leute wohnen oder sehr wenige, wo der Widerstand einfach relativ gering ist. Und wenn wir uns anschauen, wo sind die Ergiebigen, die vier Landkreise, das sind, obwohl auch in den anderen gebohrt wird, aber das sind eigentlich die einzigen vier, die zählen. Hier sind sie alle im Detail aufgeschrieben, aber das ist unwichtig. Es geht ums Prinzip. Und Sie sehen dann, bis 2014 wurde die Förderung massiv ausgeweitet.
Und dann, als der Ölpreis zusammenbrach, hat man natürlich auch die Aktivitäten runtergefahren. Die Firmen mussten sparen, sparen, sparen. Die mussten schauen, dass sie überleben. Dann haben sie erstmal fast keine neuen Bohrungen mehr niedergebracht. Der Erfolg war, dass die Förderung runterging. Und seit der Ölpreis wieder ansteigt, tut sich wieder was. Die Meinung ist, es gibt zwei Meinungen. Die eine Meinung sagt, und wir werden dann weiterkommen auf unserer alten Linie. Und die andere Meinung sagt, das war's dann. Weil in den paar Jahren, man hätte vielleicht einen höheren Peak erreicht, wenn man weitergemacht hätte, weil der Decline erst bei den vielen Feldern erst angefangen hätte. Aber jetzt geht man auf dieser alten Basis, fängt man von niedriger wieder an. Das heißt, da wird es umso schwerer werden, wieder deutlich hochzukommen. Und auch ich würde mich dem anschließen, dass man nicht mehr viel höher kommen wird. Aber schauen wir es uns an. Und das ist jetzt nochmal eine kurze Detailanalyse von den gleichen Vorkommen, über den ganz, nicht nur auf die vier Regionen, sondern über das ganze Land verteilt. Einmal, wie viele Bohrungen wurden überhaupt niedergebracht in Summe? Das ist die linke Skala, also bisher 13.000. Und was ist das? Das sind immer wie viele neue Bohrungen pro Monat. Also das Zappel schwankt sehr stark und das war die Phase, wo die Förderung stark zurückging. Das ist nicht so, dass man da gar nicht mehr gebohrt hätte und neue Felder angeschlossen hätte, neue Bohrungen angeschlossen hätte. Nur weniger, da hat man nur 50 pro Monat erschlossen im Mittel. Und in guten Zeiten bis zu 200 oder bis 250. Und das ist der durchschnittliche Ertrag pro Bohrung über die neuen und alten Bohrungen gemittelt. Und der lässt seit einigen, in der Phase ist er deutlich zurückgegangen. Klar, weil die frischen Bohrungen haben immer den höchsten Ertrag am Anfang. Und wenn das ausbleibt, dann übernehmen die alten Bohrungen. Und jetzt mit den vielen neuen Bohrungen der letzten Jahre hat man es wieder ein bisschen hochtreiben können. Aber im Grundsatz ist es eben so, dass wenn die besten Bohrungen, wenn die weg sind, dann wird es schwieriger. Man kann ein bisschen was machen und da kommen wir jetzt drauf. Das ist die Situation in dem Permian Shale, der momentan als die Hoffnung gehandelt wird in den USA. Also man akzeptiert, dass der Eagle Ford, das hat die besten Zeiten hinter sich, bei Norddakota möglicherweise auch schon, jedenfalls der ist nicht mehr so spektakulär im Anstieg, aber der Permian, der kommt jetzt. Und das ist die Förderung im Permian Shale, das ist das reine Rohöl und das ist das abgetrennter Kondensatanteil. Je nachdem, in manchen Statistiken tut man das unterschiedlich ausweisen. Und man sieht, dass der Kondensatanteil im Laufe der Zeit deutlich zunimmt. Inzwischen sind es schon 5% oder sowas. Und am Anfang war es vernachlässigbar. Das heißt, die leichtflüssig flüchtigen... Woraus besteht der Kondensat? Das sind die kurzen Kohlenwasserstoffe. Also die gasförmigen, die werden am Erdgas zugeschlagen. Und dann die ersten so bis C7, glaube ich, oder sowas. Also mit 7 Kohlenstoffen und 2 Wasserstoffen dran. Und was schwerer ist, ist dann der Mix aus dem normalen Rohöl. Und was ich nur zeigen wollte, das ist unten eine Statistik über den Ertrag der neuen Bohrungen, also pro Rig praktisch. Und der hat gerade in der Phase, wo der Ölpreis zusammengebrochen ist oder deutlich niedriger war, da ist der Ertrag pro Bohrung nochmal gestiegen. Und ich versuche mal das so zu erklären, dass man einfach gezwungen, man konnte nicht mehr so viel Geld ausgeben durch die vielen Bohrungen, man musste irgendwas lernen. Und das Lernen bestand darin, dass man mehr in die Horizontale gegangen ist und mehr Fracks in einer Bohrung gemacht hat, weil das billiger war, als eine neue Bohrung zu setzen. Und je mehr Fracks ich an einer Bohrung hatte oder auch mehr Stränge unten, je länger der horizontale Bereich ist, umso mehr Zugang habe ich zum Öl. Das heißt, dann wird der Ertrag natürlich stärker am Anfang und das lässt inzwischen wieder nach. So, jetzt tun wir sie alle zusammen auf rein. Was ist denn der Gesamtbeitrag in den USA? Das sieht man hier. Der unterste, das ist leider hier die Reihenfolge verdreht. Die Bakken-Region im Norden von Dakota, das haben wir schon gesehen. Dann der Eagle Ford, den ich schon gezeigt hatte. Dann noch zwei andere und das ist jetzt der Hoffnungsvolle, der Permian, der noch ausweitet. Und jetzt schauen wir uns das an, was hat das für eine Relation, für einen Beitrag zur gesamten Ölförderung in den USA. Das ist also seit 1920 weg die Ölförderung, 1973 oder 1972 war der Peak, dann ging es runter. Hier war nochmal ein Anstieg, das hat aber nichts damit zu tun, dass die nochmal besser geworden sind, sondern die sind in neue Regionen gegangen und das war Alaska. Da hat man also die großen Alaska-Felder erschlossen, die haben 1989 gepiekt oder Mitte der 80er Jahre und dann ging, man müsste praktisch das nochmal aufbröseln, dann würde man hier so einen Anteil sehen und hier mit Alaska. Und dann in ungefähr um die Phase rum kam dann im Offshore-Teil, im Golf von Mexiko noch ein bisschen was dazu.
Hier dieser Sprung ist artifiziell, der ist nicht echt, sondern einfach die Energiebehörde beginnt erst hier ihre Statistik, das zu trennen. Vorher hat man das nicht aufgebröselt. Und irgendwann muss ich dann mir überlegen, ich entscheide mich, also es müsste eigentlich so langsam auslaufen hier. Aber dennoch zeigt es, dass der grundsätzliche Trend weitergeht. Die konventionelle Ölförderung lässt weiter nach. Und man hat jetzt in kürzester Zeit nochmal einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Was hier passiert ist an 5 bis 6 Megabarrel pro Tagesförderung innerhalb von, sag mal, 10 Jahren, 10 Jahre, das war hier also nur halb so schneller Anstieg, bestenfalls. Das heißt, und insofern ist es schon ganz berechtigt zu sagen, das ist eine Energierevolution, was da abgelaufen ist. Aber dieser schnelle Anstieg, der entleert natürlich diese kurzlebigen Felder sehr schnell. Das heißt, man kann darauf wetten, dass der Abstieg ähnlich schnell gehen wird. Die einzige Frage ist, wann lässt es nach? Und spätestens dann, wenn die Aktivitäten nicht mehr auf dem Niveau gehalten werden können. Und da schauen wir uns nochmal die Reserven an und ich komme dann gleich zum Ende. Das ist der blaue Anteil ist die, oder die beiden blauen Anteile sind die Reserven in den konventionellen Ölfeldern und zwar von 2010 bis 2016 verfolgt, weil jedes Jahr werden die ja neu erhoben. Das heißt, wird das abgezogen, was rausgenommen wurde, plus das, was man noch neu erschlossen hat. Nicht unbedingt, was man neu gefunden hat, das ist ein Teil davon. Der größere Teil ist aber die Höherbewertung bereits bestehender Felder. Das ist eine eigene Diskussion, das will ich mal kurz halten. Und im oberen Teil, das sind die Reserven, die durch die Shales dazugekommen sind, also die neuen Shales. Und in denen spielt die ganze Musik, schauen wir nochmal zurück, die diesen schnellen Anstieg, diese mehr als Verdopplung der Ölförderung ausmachen und welch geringen Beitrag die an Reserven machen. Also da können Sie drauf setzen, dass das nicht allzu lang gehen wird. Und wenn wir uns das in Summe 35.000 Megabarrel, also 35 Gigabarrel, 35 Milliarden Barrel an Öl und die Weltreserven sind ungefähr bei 1.700 Milliarden Barrel, um da die Relation zu sehen. Also das macht, die ganzen USA-Reserven machen 2% etwa von den Weltreserven aus. Also das wird die Welt nicht retten. Das ist kein Game Changer. Und jetzt das abschließende Bild, das ich aber ein bisschen aufbaue. Der Jörg Schindler hat es schon gezeigt. Alles, nur er hat es als Gesamtfläche gezeigt. Das ist so eine Grafik, jedes Jahr, wann eine Region übers Fördermaximum ging. Da will ich nicht groß darauf eingehen. Hier vielleicht, das war Russland, das ist Saudi-Arabien. Und dann sieht man die konventionelle Ölförderung, die letzten sind dann die Brasilianer, der Irak, der in den letzten Jahren nochmal ausgeweitet hat. Da bleibt aber noch eine Lücke zwischen den offiziellen Statistiken zum Rohöl. Die beiden Kurven zeigen einmal das Rohöl, C und C nennen es die Amerikaner, Crude and Condensate, und zum anderen All Liquids nennen es die Amerikaner, da ist alles Mögliche drin. Und jetzt schauen wir uns mal an, also konventioneller Anteil bleibt konstant. Dann haben wir die Teersande in Kanada, die also SCO machen, Synthetic Crude Oil, also aus einem Matsch von Teer und Sand. Den befreien sie dann und tun den oxidieren, sodass Kohlenwasserstoffe draus werden. Also dass flüssige Kohlenwasserstoffe draus werden. Und die Lücke, die dann noch verbleibt, das ist dann das LTO in den USA. Das heißt, es hat auch auf der Welt, bezogen auf die Weltförderung, hat es einen Beitrag, hat es einen deutlichen Beitrag, aber der wird, wie gesagt, kurzfristig bleiben. Jetzt haben wir aber immer noch eine starke Lücke zu den All Liquids. Und den Rest füllen die ganzen NGLs, also Natural Gas Liquids, aus. Sie sehen, der Anteil ist immer größer geworden in den letzten Jahren. Und die verbleibende Lücke, das ist ein statistischer Trick. Da hat man nämlich dann die Refinery Gains mit berücksichtigt. Das heißt, wenn das schlechte Öl aufbereitet wurde, mit Wasserstoff noch angereichert wurde und höherwertig praktisch abgegradet wurde. Und man hat die ganzen biogenen Kraftstoffe, die also Ethanol vor allem, dazu gezählt. Das heißt, das ist jetzt plötzlich, taucht es in der Rohölstatistik mit auf. Man nennt es halt nicht mehr Rohöl, man nennt es dann All Liquids. Aber so kommt dieser Anstieg zustande und damit bin ich fertig. Ja, jetzt sind Sie wahrscheinlich einigermaßen erschlagen, weil das ein bisschen viel ist. Ja.
Ich glaube, wir kommen sehr bald in die Diskussion. Vorgegeben war zu sagen Fazit und Folgerungen für die Mobilitätswende. Sie haben jetzt ja schon entnommen, dass wir nicht der Meinung sind, dass das ewig so weitergeht mit dem Öl. Der Peak wird kommen. Wann, wissen wir nicht. Es gibt immer noch Überraschungen. Vor allen Dingen hat sich auch das Verhalten der Ölindustrie geändert. Ja. Früher hat man nicht auf Teufel komm raus versucht, jedes Feld so lange wie möglich am Maximum zu halten. Das macht man erst eigentlich seit der Jahrtausendwende. Und das ist mit auch ein Grund, warum die Saudis ihre Förderung so lange aufrechterhalten haben. Da wird so viel sogenanntes Infill Drilling gemacht. Ja, also das sind ja keine Horizontalbohrungen, sondern vertikale Bohrungen. Und diese großen Felder in Saudi-Arabien wie Gawa, die ziehen sich ja über riesige Gebiete hin. Und wenn sie da verschiedene Fördersonden haben und die Förderung nimmt ab von den existierenden Sonden, dann bohren sie zwischendrin nochmal. Und dann können sie es wieder ein bisschen erhöhen. Aber in einem Ölfeld ist halt nur so viel drin, wie drin ist. Und sie können über diese anderen Förderstrategien können sie zwar den Förderverlauf über der Zeit beeinflussen, sie können aber nicht insgesamt mehr rausholen. Und was passieren wird, und dafür gibt es eben auch an einigen Feldern Beispiele, das würde aber heute Abend den Rahmen bei weitem sprengen, wo man sieht, dass man die Förderung sehr lange aufrechterhält und dann bricht sie aber ein, praktisch wie ein Cliff. Die Förderung nimmt dann innerhalb weniger Jahre dramatisch ab. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, das ist das riesige Feld Cantarell in Mexiko gewesen, das innerhalb ganz weniger Jahre, obwohl es der größte Förderbeitrag in Mexiko war, innerhalb ganz weniger Jahre praktisch seine Bedeutung verloren hat. Und das ist natürlich das Szenario, das eventuell der Weltölförderung auch drohen könnte. Und da geht es also nicht darum, das Ende vom Öl und dieses ganze Zeug, das ist alles dumm und behauptet auch niemand von uns, sondern es geht darum, wann kommen wir in diesen Bereich, wo sich das ändert. Und das wird natürlich ein Strukturbruch sein und der wird natürlich einige Panik auslösen. Und das war ja vorher die Rede, über Öl brauchen wir uns nicht kümmern, weil aus Klimagründen fördern wir es sowieso nicht. Es hat empirisch keine Grundlage. Ja, wo sind die Vereinbarungen auf internationaler Ebene, dass irgendein Land seine Förderung begrenzt? Heute, in 10 Jahren, in 20 Jahren, gibt es nicht. Ja. Aber was wird passieren? Ja. Also die Botschaft von dem, was Werner Zittel auch sagt, ist, dass dieses Maximum, das ja in einer wachsenden Weltwirtschaft allein schon ein Problem ist, wenn nämlich das Ölangebot nicht weiter wächst. Und das war ja für die konventionelle Ölförderung seit 2005 der Fall, dann kam das Unkonventionelle dazu. Das heißt, dieser Boom, der Fracking-Boom, hat das eigentlich um 10, 15 Jahre verzögert, wahrscheinlich, ja. Kaschiert, maskiert, suchen sich irgendeinen Begriff aus. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass wesentliche Anpassungszeit, sich auf diese Zeit mit weniger Öl vorzubereiten, verschwendet worden ist. Wir haben diese Zeit nicht genutzt. Ja? Und wenn Sie auf die Straße gucken, das geht ja fast nicht mehr, weil die Autos so hoch sind, dass sie die Straße nicht mehr sehen. Ja, also das ist, da ist offensichtlich ganz was anderes passiert. Und die Botschaft Peak Oil ist tot, ist natürlich kompletter Unsinn. Ja? Weil jedes Ölfeld geht über ein Maximum. Aber nur für die Welt insgesamt soll das nicht gelten. Das ist ein absolutes Zauberland, diese Welt. Ne? Jedes Feld geht über das Maximum, aber die Welt als Ganzes nicht. Das ist nicht vermittelbar. Ne? Das natürlich ist, wird es so sein. Über den Zeitpunkt haben sich viele Leute geirrt, wir auch. Aber
Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Datenlage nicht transparent ist. Ja, das wäre ein eigener Vortrag, einen ganzen Abend darüber, über die Probleme der Datenlage zu sprechen. Und in all diesen Fällen, wo wir eine gute Datenlage haben, und die beste haben wir zum Beispiel in Großbritannien und Norwegen gehabt, ja, Werner Zittel und ich haben im Jahr 2000 gesagt, das war der Höhepunkt der britischen Förderung, haben gesagt, Großbritannien ist am Peak. Wir haben das auch vertreten in einer Bundes-Enquete-Kommission damals, gab es eine Anhörung, alles, da war Big Oil da, da war der Chef der IEA da. Ich habe da vorgetragen, ich war sozusagen der Hans Wurst, ne? Also was der da erzählt. Die Förderung war noch nie so hoch und dann sollte es plötzlich schon das Maximum gewesen sein. Es war das Maximum, ja. Aber wir konnten uns da so sicher sein, weil es ausführliche Statistiken über jedes Feld gab, über die Historie der Förderung, den Förderverlauf jedes einzelnen Feldes über der Zeit. Ja. Wir wissen bei Saudi-Arabien nicht einmal, wie viele Quellen da sind. Wir wissen nicht, wie das einzelne Förderprofil in diesen Quellen ist. Wenn wir das wüssten über die Zeit, da hätten wir ein gutes Gefühl, um vorauszusagen, wie lange das noch gut geht oder auch nicht gut geht. Ja. Wir wissen nicht, wie viel Förderung aus welchem Feld kommt. Und die Welt verlässt sich darauf, dass die OPEC wird es dann schon richten, wenn Non-OPEC runtergeht. Und Sie haben ja in den Folien vorhin gesehen, Non-OPEC geht runter. Nicht irgendwann, sondern jetzt, aktuell, jedes Jahr. So. Und der Verkehr ist ölabhängig. So weit über 90%. Und da hat sich nichts geändert. Und die nachholende Entwicklung der Nicht-Nachhaltigkeit, wie wir das nennen, nämlich die Massenmotorisierung jetzt in China, in Brasilien, in Indien, ja, die führt eher nicht dazu, dass der Ölverbrauch abnimmt. Ja. Das heißt, wir sind immer noch volles Rohr in der Richtung noch mehr Öl. Und dann sagen wir ja, aber vielleicht, wir werden ja dann elektrisch. Ja, und also brauchen wir uns über Ölverfügbarkeit ja gar nicht zu kümmern. Und da müssen Sie sich bitte die Zeitskalen anschauen. Ja, erstens die Zeitskala, wie das wohl mit dem Öl in Zukunft sein wird in den kommenden Jahrzehnten. Dann müssen Sie sich die Zeitskala anschauen, wie unsere Flotten umgebaut werden. Und wenn Sie die Prognosen sehen von den großen internationalen Instituten, dann sehen Sie dann, dass, was weiß ich, 2040 sollen statt 600 Millionen Autos auf der Welt, sollen dann 1 Milliarde Autos auf der Welt sein. Und dann können Sie sehen, was auch drinsteht, wie, in welchem Tempo sich die Elektrifizierung abspielt. Ja? Nehmen Sie China als großes Land, ich nehme jetzt nicht Norwegen, weil das spielt überhaupt keine Rolle, ne? Das ist ja ein Drittel so groß wie Bayern oder was, wenn ich es richtig weiß, oder so ungefähr. Ne? Also das nehmen Sie nicht, dieses Beispiel, da kann man durch politische Förderung kann man es hinkriegen, dass tatsächlich viele Leute sich so ein Elektroauto kaufen. In dem Moment, wo sie aber die Förderung wegnehmen, hören die sofort wieder auf damit, das hat es also auch gezeigt. Aber nehmen wir China. China ist in der Tat das Land, das wirklich auch mit, ja, nicht nur gespielt, sondern die werden in die Elektrifizierung gehen. Zunächst einmal über das batterieelektrische Autos. Aber dann schauen Sie sich die Zahlen an. Dann schauen Sie sich an, was jedes Jahr an konventionellen Autos dazukommt und was an Elektroautos dazukommt. Ein winziger Bruchteil. Das heißt, wenn Sie diese Trends fortsetzen, dann werden Sie sehen, dass es wahrscheinlich noch 20 Jahre, falls das Öl in dieser Menge verfügbar ist, einen Zuwachs geben wird an einer Fahrzeugflotte, die konventionell betrieben ist. Und der Wendepunkt ist erst dann erreicht, wenn mehr neue elektrische Autos zugelassen werden, als alte Verbrenner aus dem Markt gehen. Und das ist weit weg. Und wenn Sie sich das in Deutschland anschauen, da gehen die Kalender gar nicht so weit, würde ich mal sagen. Ja? Das heißt, wir haben überhaupt keine Umsteuerung, auch nicht auf der Energieseite.
Null. Ja. Wir haben zwar eine Energiewende und ursprünglich, als diese Sachen vorgedacht wurden in den 70er Jahren, 80er Jahren, da war klar, dass alle Bereiche gemeint sind. Dass nicht nur heute ist Energiewende Strom oder raus aus dem Atom, ja, und alles andere findet nicht statt. Und Verkehrswende heißt jetzt Wechsel des Kraftstoffs. Ja, das ist ja ein bisschen tief als Ziel, würde ich sagen. Vor allen Dingen wird es ja auch gar nicht ernsthaft verfolgt. Und wie das so, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das geht, ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, diese Vorstellung im Kopf, wir brauchen uns um Öl nicht kümmern, weil da gibt es diesen mysteriösen Schalter hinter irgendeiner Tür, den legen wir um und dann sind wir elektrisch und die Sache mit dem Öl ist vergessen. So ist es nicht. Wie war denn eigentlich unsere Verkehrspolitik? Es war immer das Ziel, das muss schneller gehen, es muss weitergehen, mehr. Ja. Wenn wir eine Startbahn haben, brauchen wir die zweite. Wenn wir die zweite Startbahn haben, brauchen wir die dritte. Schauen Sie sich China an, da werden wunderbare Flugplätze gebaut, praktisch am Fließband. Da war vor einer oder zwei Wochen eine wunderbare Grafik in der Süddeutschen Zeitung im Wissensteil, wo man sieht, was sich da tut weltweit, von Umsteuern ist da überhaupt keine Regel. Aber in dem Moment, wo dieser fossile Kraftstoff, auf dem heute noch alles ruht, nicht weg ist, der wird nie über Nacht weg sein, sondern an eine Grenze stößt, Wachstum begrenzt, plötzlich jedes Jahr ein bisschen weniger wird, vielleicht auch ein bisschen viel, wir wissen nicht, wie dieser Abstieg gehen wird. Ja. Es kann durchaus sein, dass die weltweite Ölförderung nach dem Peak eben aufgrund dieser anderen Förderstrategien sehr viel steiler abfallen wird, als sie vorher angestiegen ist. Das heißt, der Raumwiderstand wird steigen. Es wird aufwendiger mit dem motorisierten Verkehr die Distanzen zu überwinden. Und steigender Raumwiderstand hat natürlich Wirkungen auf die Wirtschaft, auf die Standorte, auf die Siedlungsstrukturen. Ja. Das heißt, wir werden nicht schlagartig, auch nicht ein Hebel, aber es wird eine Tendenz geben, die sich umkehrt von dem, was heute ist, nämlich weg von weiter, schneller, höher, neue Balance zwischen Nähe und Ferne, neue Balance zwischen langsam und schnell wird kommen müssen. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, ich bin vollkommen abgehoben, ja, wenn Sie das jetzt hören und oder lesen. Metaphorisch gesprochen war unsere Verkehrspolitik alles, was wir eigentlich gemacht haben seit der Erfindung des Dampfzuges, möchte ich fast sagen. Ja. Das Ziel war immer, den Raumwiderstand zu reduzieren. Und die Erfolge waren ja riesengroß. Ne? Erste Mal, dass man mit der Eisenbahn überhaupt das Land erschlossen hat, in irgendeiner Weise, die für Massentransport und auch für Gütertransport geeignet war. Vorher war alles auf dem Wasser, alles, was irgendwie relevant ist, Güterverkehr und auch Personenverkehr über große Strecken, das ging auf dem Wasser. Und dann kam der Landverkehr über den Verbrennungsmotor, über die Kombination von Verbrennungsmotor und Öl. Und das hat natürlich eine Revolution gebracht, hat die Strukturen geändert, ja? Insbesondere auch der LKW. Und dann auch der alte Menschheitstraum des Fliegens, auch die Kombination von Verbrennungsmotor und Öl. Gibt es alles ohne das nicht. Übrigens, kleine Aufgabe für zum Nachdenken, wenn Sie mal Zeit haben. Wie stellen Sie sich den Flugverkehr ohne Öl vor? Ja? Das heißt, wir haben als Gesellschaften, und das ist ganz tief, hat sich das in uns eingeprägt, wir haben eigentlich gearbeitet an der Abschaffung von Raum und Zeit. Es war unheimlich lästig, dass die anderen so weit weg sind. Und es war unheimlich lästig, dass man so lange gebraucht hat, dahin zu kommen. Also hat man immer alles getan, um das möglichst zu reduzieren. Aber das wird an ein Ende kommen. Auch von der Infrastruktur her, weil von der Energie verfügbar her. Aber ist es überhaupt sinnvoll? Ja, ist das wirklich gesteigerte Lebensqualität?
könnte man sich nicht vorstellen, dass wir eine ganz andere Strategie verfolgen, nämlich, dass wir den Raumwiderstand akzeptieren und als Steuerungsgröße verwenden, aktiv verwenden. So wie im Sport bei Jiu-Jitsu, ich gehe mit der Kraft, die auf mich eingeht und versuche nicht, alles abzublocken. Und ein Beispiel, das Ihnen wahrscheinlich sofort einleuchten wird, um das klar zu machen, ist die Funktionsentleerung der Provinz. Als ich jung war, da gab es Mittelstädte und in den Mittelstädten gab es Radiogeschäfte, Schuhgeschäfte, Uhrengeschäfte. Gehen Sie heute mal in so eine Mittelstadt irgendwo, da gibt es vernagelte Schaufenster. Ja? Und warum? Weil es so einfach war, in die nächste große Stadt zu fahren. Über Massenmotorisierung. Das ging ja wunderbar. Das Auto war natürlich toll, teuer schon, aber man hat sich's geleistet und Benzin de facto vom Nutzwert gesehen kostet ja gar nichts. Das heißt, man ist gefahren, da wo es schöner war, wo die besseren Geschäfte waren. Und das hat natürlich systematisch zu einer Entleerung der Provinz geführt. Und die können Sie nur dadurch umdrehen, indem Sie das wieder schwerer machen, da wegzukommen. Das klingt komisch, ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das so ist. Etwas, was vollkommen auch vergessen wurde über die Motorisierung und unser Verständnis von Verkehr und Mobilität über den motorisierten Verkehr. Wir setzen inzwischen Mobilität mit motorisiertem Verkehr gleich, am besten noch mit dem Auto. Gut, dann gibt es noch die anderen auch, Züge und Bahnen und Flugzeuge, aber Auto ist eigentlich, und Infrastrukturen, Verkehrsmittel, aber nicht der Mensch. Ja, und dass der Mensch noch mit zwei Beinen gelegentlich läuft, ist sozusagen ein komisches Erbe aus der Evolution, das man aber eigentlich nicht mehr braucht. Ja, gescheiter wäre es, man müsste gar nicht mehr laufen. Deswegen haben wir die Verkehrsplaner auch den Begriff der letzten Meile, des letzten Meters und so weiter. Ne? Da wird auch gar nicht mehr gemessen. Und natürlich ist es wichtig, dass die Parkplätze nah an der Wohnung sind und so weiter. Ja. Aber dass der Mensch sich bewegen muss, dass er von der Evolution her so angelegt ist, dass wenn er sich nicht bewegt, dass er krank wird, physisch krank, psychisch krank, das wissen wir inzwischen. Da gibt es ganz viele Studien und wir haben uns nach der neolithischen Revolution ist ja der Mensch sesshaft geworden, aber über diese Motorisierung und den Verkehr, so wie wir ihn heute verstehen, haben wir uns in einer zweiten Sesshaftigkeit eingerichtet. Wir sind nämlich zu einer, wie die Amerikaner sagen, Sedentary Society geworden. Ja? Nämlich, wir sitzen den ganzen Tag. Ja? Die Kinder sitzen. Die dürfen auch sie nicht alleine in die Schule, weil das ist auch viel zu gefährlich. Das ist ja klar. Werden sie umgefahren. Ja? Wir verlernen uns zu bewegen. Dabei liegt nichts näher, als dieses Bewegungspotenzial, dieses Bewegungsbudget, das wir sowieso haben, dafür zu nutzen, einen Teil unserer Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen. Und das haben wir mal gefasst in den Begriff der Mobilitätspyramide als Analogie zur Ernährungspyramide. Das ist ja auch etwas Normatives, wo einem gesagt wird, wenn du gesund sein willst, dann isst du am besten, was weiß ich, lieber einen Apfel statt ein Glas Whisky oder so. Ne? Obwohl sich manche Leute anders verhalten. Aber es macht ja einen guten Sinn und es gibt sozusagen auch eine empirische Evidenz dazu, dass das richtig ist. Und so haben wir gesagt, wir machen eine Analogie. Wir machen eine Analogie für die Mobilität. Wir gehen vom Menschen aus und schauen, was muss er denn eigentlich machen? Ja? Und das ist ein Zeitbudget, nicht ein Entfernungsbudget. Und dann sagen wir, die Hälfte, eine Stunde pro Tag, und das ist die Basis, soll er sich bewegen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Pedelec, das ist schon eine Mischform. Und dann
immer weniger Zeit und am wenigsten Zeit natürlich fürs Fliegen. Und wenn er dieses Zeitbudget einhält, dann müssen natürlich auch die Infrastrukturen dazu passen. Das heißt, wir reden immer von effizienten Verkehrsmitteln. Genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, sind effiziente Siedlungsstrukturen. Ja, dass ich nämlich nicht so weit mich bewegen muss, dass ich nicht so weit fahren muss. Und wir hatten ja in der Vergangenheit eben dieses andere Paradigma. Wir haben die Mittelpunktschulen gemacht, wir haben die Landkreise immer größer gemacht, weil Fahren ist ja so praktisch, also kann die Verwaltung einsparen und alles Mögliche. Und die Folgen sehen wir jetzt in Flächenstaaten wie Mecklenburg-Vorpommern, wo sie Landkreise haben, die so groß sind, dass nicht immer mehr die Landkreisabgeordneten Lust haben, zu ihren Sitzungen zu fahren, dass die Bevölkerung keinen Kontakt mehr hat zu den kommunalen Ebenen und all diese Dinge. Und im städtischen Bereich ganz genauso. Wir haben die Einkaufsmärkte auf der grünen Wiese, wo man mit seinem SUV hinfährt. Aber wir haben nicht mehr den Laden um die Ecke, wo man zu Fuß hingehen könnte. Das heißt, letzte Folie. Wir brauchen, und das ist jetzt eine Abkürzung von vielen Überlegungen, die man natürlich ausführlich begründen auch müsste, nämlich wir sind der Meinung, wir brauchen ein neues Leitbild für die Mobilitätspolitik. Und dieses Leitbild hat ganz wenige grundsätzliche Dinge, aber wenn Sie die sich auf der Zunge zergehen lassen, dann werden Sie gleich sehen, dass das eine Revolution ist. Nämlich Mobilitätschancen für alle Bevölkerungsgruppen und Altersgruppen. Das haben wir heute überhaupt nicht. Kinder sind absolut benachteiligt, zum Beispiel. Vorrang der Nähe vor der Ferne. Wir machen genau das Gegenteil. Wichtig ist, dass man schnell irgendwo hinkommt. Wichtig ist nicht, dass man zu Fuß in die Schule gehen kann oder mit dem Fahrrad, ohne dass man in Gefahr läuft. Vorrang der aktiven Mobilität, wie zu Fuß gehen und Fahrrad fahren, vor dem motorisierten Verkehr. Früher bezeichnet aktive Mobilität als nicht motorisierter Verkehr. Da sieht man schon, was in unserem Kopf ist. Ja. Wir können, der Menschen fehlt was, weil er keinen Motor hat. Ja, geht's noch. Ja. Und Vorrang des öffentlichen Verkehrs vor dem privaten Auto und Steigerung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes. Und wenn Sie das alles machen und Sie sehen, welche Kämpfe gerade in München hier auch stattfinden, das sind ganz einfache Dinge, da kommt nichts vor mit E-Auto oder so, das braucht es gar nicht. Machen Sie diese Sachen und Sie haben eine andere Stadt. Vielen Dank.